Willkommen zu What the Fail! Heute mit Arkady Smith als erstes Spiel. Ja, ihr seht hier keinen Titel des Spiels, weil das Spiel so ist. Und ich hatte natürlich wieder mal vor, einen Super Mario Wednesday zu machen, aber nee, das Spiel ist so kacke, dass das verdient ein besseres Format. Und deswegen heute What the Fail. Und wir drücken Kreuz zum Starten. Ich habe mir das Spiel gerade schon angeschaut, habe auch gerade schon was aufgenommen dazu und dachte mir so, ach du Scheiße. Erst Drowning und jetzt dieses Scheiße. Damals als Kind hatte ich mir nichts Sehnlicheres gewünscht, als irgendwann mal vielleicht auch ein eigenes Videospiel zu entwickeln. Ne? Ich bin jetzt 32 Jahre alt und ich hätte als Kind, als sag ich mal so 6 bis 8 Jahre alter Bub gerne genau sowas entwickelt. So ein typisches PlayStation 1-PlayStation 2 Spiel. Denn genau so sieht das hier aus. Gut, nicht wie PlayStation 1, aber zumindest wie PlayStation 2. Also ich meine, guckt euch das an. Ich meine, ist es ja mal ganz süß. Ach, da war es gerade einer mit Regenschirm aufgeploppt. Auch nett. Man ist ja ganz niedlich, dass manche Indie-Entwickler sich zumindest dran versuchen, mal was Neues zu machen. Aber, naja, seht's selbst. Wir haben die erste Tür. Wir kommen hier natürlich nicht raus. Wir haben hier einen unterbelichteten Stuhl. Oder Sessel. Wir haben hier einen Fernseher, der das Hauptmenü des Spiels anzeigt. Was ich sehr lustig finde irgendwie. Fallnotizen. Wir haben keine Fallnotizen. Hacktool. Ah, okay. Und natürlich ist Decrypt mit einer 3 geschrieben, weil das ist cool ist in Cyberpunk, dass man einfach E's durch 3 ersetzt und andere Buchstaben durch andere Zahlen. Nichts gefunden, sehr schön. Dann gehen wir mal in Tunneldingens. Vollständiges Spiel anzeigen, natürlich. Ich habe nichts von der Demo gesehen und ich will das Spiel natürlich sofort kaufen. Kostet glaube ich 8 Euro und nee. Ja, und hier mal so ein Journal und hier. Okay, das Spiel ist kaputt. Ich hab das Spiel kaputt gemacht, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist das ein Haufen Scheiße? Ist das eine Scheiße? Ja, Arkady Smith, meine Damen und Herren, Arkady Smith. Ja, ich habe ein leeres Menü und ich kann mich nicht bewegen. Und glaubt mir, ihr habt in der Wohnung sonst nichts anderes verpasst. Hier gibt es nichts zu entdecken. Und deswegen, nächstes Spiel. Ist das scheiße. Oh Mann, wie kann so eine Scheiße entwickeln? Ja, und das nächste Spiel ist N Verlore Verstand Demo. Also das Spiel ist wirklich N Verlore Verstand. Oder eine Verlore Verstand. Wie auch immer. Wir starten einfach mal. Und ich habe Kreuz getippt. Also es liegt nicht an mir, dass es so lange dauert. Und wir sehen einen schwarzen Bildschirm. Und wir sehen den Titelbildschirm nochmal. Natürlich. Das eine Spiel sagt gar nicht, was wir gerade spielen. Und das nächste Spiel sagt uns dreimal. Ja gut, zweimal. Aber ihr wisst, was ich meine. Ah, die Musik klingt etwas melancholisch. Wir gehen mal ins Level Select. Und Level Selecten das... Ah, und es geht jetzt direkt zu, das erinnert mich positiv, negativ an Drowning. Aber es ruckelt weniger. Wir laufen einfach mal da lang, weil alle guten Spiele, haben nichts. Man kann springen, wow, das ist, eindrückend. Also ich glaube, ich sollte eher zum Baum gehen, aber wir machen das genaue Gegenteil, wir gehen da lang. Warum machen wir das? Wenn wir herausfinden wollen, ob der Entwickler oder die Entwickler, wahrscheinlich war es trotzdem nur einer oder ein halbes Kind, daran gedacht hat, eine unsichtbare Wand einzubauen oder eine Levelgrenze. Ja, sie haben dran gedacht, super. Und trotzdem kann ich
das Levelende sehen. Das ist unglaublich traurig. Und ich wette, wenn wir jetzt da lang gehen. Wir gehen jetzt mal da lang. Komm. Warum tue ich das nur? Einfach nur, weil ich beweisen will, dass es richtig beschissene Spiele auch im PlayStation Store gibt. Nicht nur auf Steam, nicht nur im Nintendo eShop, ganz besonders nicht nur auf der Wii U. Nein, das gibt's auch bei der PlayStation. Ja, da hinten ein schönes halbeckiges Ende des Levels. Mal kurz das Handy auf stumm machen. Ja, das ist Level-Design. Definitiv. Wunderschön. Gut, sind wir nicht zu gemein. Wir gehen mal Richtung Baum. Verschwendung. Ich muss mal gucken, wie dieses Scheißspiel kostet. Ja. Und nu? Ist das Spiel vorbei? Oh ne, das ist okay. Wow. Das ist mehr, als ich erwartet hatte, tatsächlich. Ja, da komme ich schon mal nicht durch. Oder können wir irgendwie schlagen? Nein. Wir können aber in die Hocke gehen und wir können rennen. Ach. Natürlich, wer kennt es nicht? Ich schaue mir auch immer die Tür in die Fresse, wenn ich irgendwo hingehen will. Wir haben zwei Türen, die irgendwo hinführen. Hör mal da lang. Oh, es wurde schon geplündert. Alter, ruckelt das. Also. Oh, nett! Wow! Boah, das Ganze kaum spielen wird schlecht dabei, ohne Scheiß. Nennt mich jetzt gerne überempfindlich, aber. Mach das mal hier in der Bewegung. Hiwi! Boah! Dadurch, dass das Bild so unglaublich sich hinterher zieht, ist das scheiße. Ich sag mal so, es ist tatsächlich mehr in diesem Spiel, als ich erwartet hatte. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich dachte, wir bleiben jetzt bei diesem Baum für immer. Aber gut. Anscheinend gibt es so etwas wie Gameplay. Ob das gut ist, ist eine andere Sache. Irgendwie glaube ich, die waren hier schon mal. Mal da lang. Wer kennt es nicht? Lichteffekte in einer flackernden Wand. Entweder will mir das Spiel sagen, hey, dahinter könnte irgendwas total cooles sein, oder es ist ein vom Bug. Eins von beiden. Ich glaube, es ist ein Bug, weil das Flackern sieht genauso aus wie das Flackern bei der Lampe da. Und wir sind wieder am Anfang. Und ich glaube, hier war ich schon mal. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich bin total gelangweilt. Ich glaube, wir haben echt schon eigentlich so gut wie alles gesehen in diesem Spiel.
Ich lade übrigens gerade im Hintergrund auch ein besseres Spiel runter, weil ich wieder mal richtig Bock habe, ein Batman-Spiel zu spielen. Am liebsten Arkham City. Das ist mein Lieblings-Batman-Spiel. Von der Atmosphäre einfach am geilsten, von der Größe perfekt. Und ja, das der Nachfolger Arkham Knight. Oh, es passiert mal was. Jedenfalls ist der Nachfolger mir zu groß tatsächlich, muss man sagen. Aber auch da ist es wieder mal Geschmackssache. Mir ist es zu groß und ich hasse das Batmobil. Das Batmobil ist scheiße zu fahren. Ist ein Panzer. Es ist wortwörtlich nur ein Panzer. Okay. Wir sind da gerade lang gegangen und ist der Boden rausgefallen. Und jetzt fällt der Boden nicht mehr raus. Die Lappen ja. Ah ja, klar. Eine wie uns da drauf, dass wir einfach zum nächsten Spiel gehen, ja? Also, zählt mit mir runter. 3, 2, 1, nächstes Spiel! Das nächste Spiel wurde mir empfohlen. Wenn ich mal richtigen Trash spielen will, dann sollte ich dieses Spiel spielen. Das Spiel heißt Racing Bros. Oder Pros, wie auch immer. Press any button to continue. Das sieht aus wie mit Paint gemalt. Oder, ist das Andy? Ist das die Schriftart Andy? Ich habe schon fast die Befürchtung, ja. Wow. Wow. Und hier haben wir mal drei verschiedene Schriftarten zusammengeklatscht. Wundervoll. Alter, das nervt jetzt schon. Beaten Mafia and reach the goal first. Next up, Racing. Und wir haben wieder zwei verschiedene Schriftarten zusammengematscht, weil es sieht bestimmt gut aus. Definitiv. Oh, ich beide das nächste ab schon ganz hübsch auf. Ach du Scheiße. Wow. Also ist kein bisschen laut. Wow. Selbst die KI ist zu blöd, um das Spiel zu spielen, wofür sie programmiert wurde. Das ist irgendwie traurig. Und ist das normal? Soll das so sein? Wo sind meine KI-Gegner? Haben die sich schon verfahren? Bin ich irgendwo festgebackt? Bin ich Erster? Warum sagt mir das Spiel nichts? Hä? Warum wirkt das Spiel so, als hätte ein Dreijähriger versucht, ein paar... Okay, wir haben die Antwort. Ja, die anderen Gegner sind irgendwo festgebannt. Warum wirkt dieses Spiel so, als hätte irgendein Dreijähriges... Okay, das klingt jetzt ein bisschen gemein. Nein, aber warum wirkt dieses Spiel... Was? Hä? Was? Ist das ein GEMA-geschütztes Lied? Können wir mal weiter drücken? Was ist das für eine Scheiße? Ja. Dankeschön an die Empfehlung. Mir wurde nicht zu viel versprochen. Das Spiel ist wirklich die Creme de la Côte. Und schaut euch das mal an. Die KI ist zu doof. Die sieht einfach nur Straße Gas geben. Ist scheißegal, dass eine Mauer davor ist. Hauptsache Gas geben. Und irgendwie, ich glaube, die KI ist echt einfach nur darauf getrillt, darauf eingestellt, da hinten Ziel, du musst hin. Und das ist scheißegal, wie viele Bugs da im Weg sind. Die macht es einfach. Ich meine, wie konnten der jetzt gerade bitte schön gewinnen? Der ist einfach nur runtergefallen.
während ich noch versucht habe, die Straße zu finden. Und was soll denn die Scheiße da? Es ist doch kein... Es ist doch... Nee! Es ist doch kein Videospiel. Und wo ist die Musik hin? Das ist doch Quark, das ist doch Creme de la Cause, definitiv. Ah, cool, und der erste Platz, der hat sich hier festgebackt, genauso wie der zweite am Stein. Wundervoll, dann sind wir jetzt ja irgendwie schon fast einen unfairen Vorteil, oder? Ich meine, wir sind der Einzige, der nicht komplett besoffen am Steuer sitzt. Ich bin der Winner! Yeah! Check this out! Was? Hä? Ich hab doch gewonnen! Hä? Das Spiel ist echt einzigartig. Wow. Oh Gott. Kann nur besser werden. Ich meine, ein Spiel habe ich nur im Petto. Das hau ich euch auch noch rein. Und wieso sind die anderen Autos eigentlich prinzipiell schneller als ich? Das Auto hat sich festgefahren. Das ist der perfekte Moment, um zu sagen, nächstes Spiel! Meine Hoffnung liegt bei dir, Flat Heroes. Bitte. Bitte gib mir jetzt mindestens ein Spiel in diesem Video, was nicht die größte Haufen Scheiße ist. Es klingt zumindest schon mal sympathischer. Und es hat ein paar mehr Farben. Und Geräusche. Aber mich jetzt irgendwie an ein Windows-Symbol erinnert. Bam, 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 bam. Wir gehen in die Kampagne, wir spielen Level... Wir gehen in Level 1, Kampagne, klar. Check. Wir sind bereit. Wir sind bereit, nie... Der Zeit... Hä? Achso. Sag das doch. Oh. Nett. Was? Hilfe! War das gut? Ich weiß es nicht. Anscheinend ist das gut. Okay. Okay, kann das Rätsel sein? Also, wow! Also ich sag mal so, das Spiel ist unglaublich minimalistisch und naja, das ist eigentlich auch alles, was ich sagen kann dazu. Es hat mehr als zwei Farben und es funktioniert. Es ist ein Spiel. Ja, also tatsächlich, es ist ein funktionierendes Spiel, muss man sagen. Ja, doch, das funktioniert. Ja, krass. Man kann sogar Wandsprünge machen, wie Super Mario, ne? Also wenn die Entwickler von diesem Spiel, ich sag mal so gut, die Technik von Super Mario irgendwas, sag ich mal, einfangen kann. Und auch wenn es nur sehr minimalistisch ist, ich meine, es funktioniert. Du kannst
du kannst halt laufen, du kannst springen und du kannst Wandsprünge, ne? Und es ist eine sehr direkte Steuerung, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Flat Heroes ist die Hoffnung dieses Videos. So seltsam es auch klingt. Nein! Ja, doch. Nicht übel. Es funktioniert definitiv. Und man bekommt sogar irgendwann härtere Gegner geboten. Das ist krass. Wow! No! Scheiße. Okay. Ja, doch. Doch. Komm, wir spielen bis Level 10 und dann war es das mit diesem Video. Ich finde, dann haben wir genug gesehen und bewiesen, dass dieses Spiel definitiv funktioniert. Oh, cool. Ich kann sogar einen Dash nach vorne machen. Okay. Nett. Ja, krass. Cool, wir haben 10 Level geschafft von diesen kleinen süßen Spielen. Wie Technik funktioniert und wenn die Entwickler, wie gesagt, die Steuerung nehmen und daraus ein, sag ich mal, vollwertiges Jump'n'Run machen, sowas wie, ich meine, auch Meat Boy, also Super Meat Boy zum Beispiel. Meat Boy? Genau, Super Meat Boy. War ja auch so eine Technik. Deswegen, finde ich klasse. Mach das, bitte. Gefällt mir. So, dann haben wir doch nicht nur kompletten Müll in diesem Spiel gesehen, also in diesem kleinen Video, sondern auch mal ein gutes Spiel. Deswegen Daumen nach oben lassen, lasst ein Like da, ne? Abo nicht vergessen und immer schön die Glocke aktivieren, falls ihr irgendwas von diesen Videos gerne sehen möchtet oder auch dranbleiben wollt und wie auch immer. Arrivederci und bis bald, tschüss! Ich spiele noch eine Runde.